Was geht ab, Leute? Wir sind back mit My Hero Academia und kommen zum aktuellen Chapter 425. Das war wieder ein richtig nices Kapitel, wie ich fand. Ich weiß nicht warum, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Story noch weitergehen könnte nach diesem Epilog. Und das macht mich ein bisschen traurig, denn wir wissen ja, dass nach dem Epilog Schluss ist. Also ich denke nicht, dass Horikoshi der festen Überzeugung ist, dass er nach My Hero Academia noch einen zweiten Part machen wird. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, vor allem da die Geschichte von One for All und All for One zu Ende erzählt wurde. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, sage ich mal. Aber wir gehen jetzt trotzdem rein in dieses Video, denn es gibt richtig viele spannende Aspekte, die wir uns ganz genau anschauen werden. Das heißt auch für euch, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, Daumen nach oben nicht vergessen und ab dafür. Es ist einfach nur verrückt. Wir haben jetzt die Momente, auf die wir uns jahrelang gefreut haben in einem Kapitel. Natürlich ist das noch lange nicht alles, es wird noch ein bisschen was kommen, aber die Tatsache, dass Deku im zweiten Jahr ist, dass Neijiro, Tamaki und Mirio ihren Abschluss haben, dass sie von der Schule weg sind, also dass sie jetzt einfach Profihelden sind, das ist crazy. Und dass wir eine erste Klasse bekommen, also eine neue 1A, das ist echt Hype. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns da noch alles erwarten wird in den nächsten Kapiteln und ob wir wirklich eine neue Klasse 1A bekommen werden. Aber jetzt zu sehen, dass Neijiro ihren Abschluss nach oben reckt, dass wir sehen, dass Tamaki den ganz schüchtern entgegennimmt, dass die ganze Crowd komplett durchdreht, dass Neijiro jetzt weg ist, das ist wieder dieses alte Academia-Feeling, was ich echt vermisst habe. Und dass auch dann die dritten Jahrgänge übertrieben abgehen bei Present Mike. Das ist auch ein Moment, den ich sehr, sehr gefühlt habe, denn wir wissen ja, wie das anfangs ablief bei Deku, bei Bakugo und wie sie alle heißen. Das hat sich im zweiten Jahr so ein wenig gewandelt, aber noch nicht so extrem, wie das die Drittklässler abziehen. Also ein wirklich sehr, sehr lustiger Moment, wie ich finde. Außerdem kriegen wir noch ein paar Informationen, wann sich dieses kleine Abschlussfestchen abspielt, und zwar im Juni, also ein paar Monate nach dem letzten großen Krieg, nachdem Deku Shigaraki vernichtet hat. Das ist zumindest die Information, die wir haben. Also ist in der Zwischenzeit ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber allein schon diese Zeitspanne, die wir da haben, das ist immens. Also 2 Monate und jetzt erst die Abschlussfeier. Die war ja, glaube ich, sogar viel früher geplant, aber wegen dem letzten Krieg, wegen All for One, wegen Shigaraki, hat sich das nochmal verschoben. Und deswegen erfahren wir auch vom Erzähler, also ich denke mal von Deku, ein paar zusätzliche Informationen, was denn im Hintergrund so ablief, dass man sehr viel mit anderen Ländern zusammenarbeitet, dass die ihre Ressourcen dazu benutzen, dazu verwenden, um Japan wieder aufzubauen. Und derjenige, die treibende Kraft dahinter, ist Nezu. Nezu ist derjenige, der die anderen Nationen dazu gedrängt hat, dass sie einen Gang nach oben schalten und deswegen die Aufräumarbeiten auch so extrem beschleunigt wurden. Natürlich wäre es auch in dieser Superheldengesellschaft so oder so passiert, dass die Aufräumarbeiten ziemlich zügig vorangehen würden, aber jetzt mit der Hilfe von Nezu und auch von den anderen Ländern schaut die Sache doch schon recht gut aus. Und aus dem Grund hat sich eine ganz bestimmte Person dazu entschieden, eine kleine Rede zu halten. Und das ist kein geringerer als der gute Mirio Togata. Ja, Leute, Mirio ist back. Der hält hier seine Abschlussrede. Keine Jokes, gar nichts, sondern ein paar ernste Worte. Und eben auch ein paar Worte, die ich ganz gut finde, dass man die auch mal anspricht. Denn die Helden haben immer was zu verlieren. Egal was ist, es geht immer nur um Schadensbegrenzung, um das Null-Level, also das Soll-Level zu erreichen. Das heißt natürlich auch, dass man versuchen muss, diese Minuspunkte wieder auf Null zu bringen, und das ist eine ganz
große Aufgabe. Am besten will Mirio sogar Pluspunkte generieren, also eine strahlende Zukunft generieren, in der alle lachen können, alle Spaß haben. Das ist für ihn sein ganz großer Wunsch. Aber um diesen Wunsch zu erreichen, muss man sich natürlich auch ordentlich ins Zeug legen. Und Mirio hat sich gedacht, ey, ich starte direkt heute mit einer ganz speziellen Feier. Und zwar diese komische Tante, diese Mimimi oder wie die heißt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ganz, ganz komischer Name. Auf jeden Fall war das mal ein sehr, sehr wilder Abgang von Mirio und auch eine coole Message mit sehr, sehr viel Gewicht für das, was eventuell noch in den nächsten Kapiteln ansteht. Das hat ja auch Deku im letzten Kapitel gesagt, dass der Frieden nicht so einfach hergestellt werden kann, dass man zwar gedacht hat oder sehr naiv gedacht hat, ja, Shigaraki, All for One, die sind jetzt weg, aber die wirkliche Arbeit beginnt erst dann, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Was ich unfassbar cool finde, dass wir jetzt die 2A zu sehen bekommen, also Dekus neue Klasse oder alte neue Klasse, wie auch immer, und den alten Klassenlehrer. Normalerweise ist es ja so, dass Aizawa nur die erste Klasse betreut, aber in diesem Fall ist es anders wegen der aktuellen Umstände, und das ist eine richtig coole Neuigkeit, dass Deku und seine Friends Aizawa noch ein zweites Jahr erleben dürfen, und die Reaktion der Klasse spricht für sich. Alle sind begeistert, Mina fängt sogar an zu weinen, dass sie so froh ist, dass Aizawa ihnen erhalten bleibt. Bakugo ist auch am Start, er sollte eigentlich im Krankenhaus bleiben, aber da wurde die Durchsage gemacht, dass er im Klassenunterricht am Start sein darf, wenn er ruhig bleibt. Und ich hoffe, dass er auch ruhig bleibt, denn jetzt braucht er wirklich ganz, ganz viel Ruhe und Bettruhe und wie auch immer, denn die Verletzungen, die er im finalen Kriegsarc davongetragen hat, die sind schon sehr extrem. Das sollte man im Hinterkopf behalten, also auch in gewisser Weise Konsequenzen. Wenn ich auch schon mal über Konsequenzen spreche, es gibt für einen Charakter richtig krasse Konsequenzen, die er sich selbst auferlegt hat, und das ist kein geringerer als Aoyama. Der verlässt tatsächlich die UA und die Klasse 2A. Es ist tatsächlich passiert. Und das, obwohl Aizawa und Nese und die anderen Lehrer gesagt haben, ey, du kannst weitermachen, aber das ist für ihn der richtige Weg, denn er war ja eigentlich auch nur in der Klasse 1A, in der UA, weil es All for One haben wollte. Und deswegen hat sich Aoyama für den Weg der Reue entschieden. Er will sich für seine kriminellen Aktivitäten gerade machen und ganz clean neu anfangen. Das ist sein Entschluss. Und das muss man auch irgendwie respektieren. Also ich finde schon gut, dass man für manche Charaktere Konsequenzen zieht. Und dass Aoyama jetzt zurücktritt, ist echt eine feine Sache. Vor allem, weil jetzt ein Platz frei ist. Und dieser Platz wird natürlich von Marboy Shinzo eingenommen. Shinzo ist in der Klasse 2A. Wie geil ist das bitte? Er ist ein offizielles Member von Dekus 2A. Und das ist echt eine richtig geile Sache. Man kann das Ganze so ein wenig vergleichen wie Aizawas Zeit in der UA, als er noch ein Schüler war. Und mehr oder weniger nimmt Shinzo jetzt seine Position ein, weil Shinzo ja doch gewisse Parallelen hat zu Aizawa. Und Aizawa hat ihn ja höchstpersönlich unter seine Fittiche genommen. Und ich denke mal, dass der eigentliche Grund, warum Aizawa die zweite Klasse anleitet, die ist, weil er Shinzo unbedingt trainieren will. Ist zumindest meine Prediction, dass diese ganz zufällige Situation zustande gekommen ist, aber das jetzt mal so nebenbei. Aoyama hat natürlich noch eine kleine Abschiedsgeste, und zwar schleudert er mit seinem Nabellaser ein bisschen durch die Gegend, was dazu führt, dass unser Unsichtbarkeitsmädchen Hagakure wieder sichtbar wird, und da hat natürlich unser kleiner Lustmolch Mineta übertrieben gegeiert. Ja, selbst in so einer Situation kann er nicht anders, wird aber direkt eingeschult von Aizawa. Das habe ich auch sehr, sehr gefeiert. Und zudem sehen wir auch die neue dritte Klasse, und zwar
Fuwa, also die wurde ja schon des Öfteren angeteased von Horikoshi und jetzt ist sie offenbar in einer Operation tätig, vor allem für die zweite und dritte Klasse, weil die müssen eben auch mit den ganzen Aufräumarbeiten helfen, müssen auch schauen, wo sind noch irgendwelche Schurken am Start und dementsprechend ist das jetzt sehr, sehr ambitioniert, das Vorhaben. Wir wissen ja auch, dass es nur noch sehr wenige Helden gibt und man greift jetzt mehr oder weniger wieder auf Kinder zurück. Das ist schon sehr makaber, aber anscheinend bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und zudem könnten wir die dritte Klasse in Aktion sehen, denn es wurde auch erwähnt, dass in der aktuellen Verfassung von Japan immer noch viele Schurken rumlaufen und deswegen könnte es hier und da zu Kämpfen kommen. Also sehen wir wahrscheinlich auch einige von der dritten Klasse in Action und da bin ich sehr, sehr gespannt, denn wir sehen dann auch im nächsten Augenblick einen Schurken, der ziellos umherirrt. Ist das vielleicht sogar ein Bekannter, den es irgendwie schon mal in der Story gegeben hat oder ein extrem starker Schurke? Fuwa ist auch ein wenig eifersüchtig auf die Zweier, denn die haben jetzt einfach mal Aizawa ein zweites Jahr. Die war ja auch in der damaligen ersten Klasse, die Aizawa getötet hat, um sie auf die harte Realität vorzubereiten. Ein Charakter, der fast nichts gesagt hat in diesem Kapitel, ist Deku. Der war die ganze Zeit irgendwie distanziert, fernab, konnte nie wirklich mit anderen connecten, war mit seinen Gedanken ganz woanders. Und das ist sehr untypisch für Deku, der dann doch sehr gesprächsfreudig ist, aber in diesem Fall irgendwie nicht. Ich denke, die Sache mit One for All, die hängt ihm noch so ein bisschen nach, dass er noch nicht ganz loslassen konnte, dass er das Ganze noch nicht verarbeitet hat, dass er auf kurz oder lang kein Held mehr sein kann. Und ich hoffe, dass da irgendwie noch ein Twist kommt, dass er doch noch One for All behalten kann, dass dieser letzte Punch von Shigaraki zumindest ein bisschen was von One for All wieder zurücktransferiert hat. Aber wie gesagt, das müssen wir noch abwarten. Eine kontroverse Sache, über die schon längere Zeit diskutiert wird, ist ja Dekus Haarschnitt. Und der ist offenbar auch bei Ochako nicht so hoch im Kurs, was ich echt funny finde. Also Ochako will diese Frisur schnellstmöglich weghaben. Ja, die Mehrheit der Akademia-Fans ist auch kein großer Fan von dieser Frisur, von daher finde ich es ganz lustig, dass Ochako das genauso sieht. Der Cliffhanger ist richtig spannend von diesem Kapitel, denn es geht um Shoto Endeavor und ein mysteriöser Metalltank. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Tank Dabi bzw. Toya drin ist, vor allem wie Endeavor im Rollstuhl vor diesem Ding hockt. Ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich hier um Dabi handelt. Und auch dann der Blick, der entschlossene Blick von Shoto, der könnte das mehr oder weniger untermauern. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ich hoffe, dass wir eine kleine Fortsetzung bekommen von dem höllischen Todoroki-Familiendrama. Mal schauen, was alles noch so passieren wird. Aber schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Kapitel unten in die Kommentare. Macht die 1000 Likes voll, das würde mich auch freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns in weiteren Videos wieder. Bis dahin und Peace out.